Ich bin ADHS, Luca, und du hast ADHS oder interessierst dich einfach für das Thema, dann habe ich hier 5 Begleiterkrankungen, die oft mit ADHS einhergehen. Schlafstörung. Viele ADHSler können nachts einfach nicht einschlafen, weil wir nachts nicht zur Ruhe kommen. Nummer 2, die bipolare Störung, das heißt extreme Stimmungsschwankungen. In einem Moment fühlt ihr euch so, als hättet ihr die Welt erobert, im nächsten fühlt ihr euch so, als wenn eure Oma gerade gestorben wäre. Angststörung, das heißt Angst vor Zurückweisung, Angst vor erneuten Fehlern, Prokrastinieren. Das volle Programm. Depression. Wenn man den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sich an andere Menschen anzupassen, raubt einem das sehr viel Kraft. Deswegen sind leider viele ADHSler depressiv. Suchterkrankungen. Viele ADHSler neigen dazu, Suchterkrankungen zu entwickeln, weil sie einfach nicht das richtige Maß für manche Substanzen finden. Und weil viele Substanzen, Amphetamine und Cannabis, bei ADHS die Symptome lindern können. Schlussweg für mehr Verständnis, was ADHS angeht.